Bukertheims Theorien klingen manchmal wie Science Fiction. Und was wäre besser, um sie zu erklären, als sie mit Science Fiction zu vergleichen? Ich hatte ja schon einmal das Video gemacht, in dem ich das Universum und die Physik von Star Trek mit Heims Ansichten oder Weltbild verglichen habe. Und heute möchte ich das Gleiche tun für eine der innovativsten Science-Fiction-Serien der 90er Jahre, die sich nach dem Star Trek-Video auch viele von euch gewünscht haben. Ich werde es heute vergleichen mit Babylon 5. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Es wird wirklich Zeit, dieses Video über Babylon 5 zu machen, denn die Gerüchte hatten sich ja mittlerweile verdichtet zu einem Trailer und der Trailer wird dann sich auch irgendwann in einen Film münden. Das ist dieser angekündigte, es geht darum, ein paar Loose Ends aus der ursprünglichen Serie zu verknüpfen. Das ist dieser angekündigte Film The Road Home. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem ich zum ersten Mal über die Serie etwas gelesen habe. Und zwar wurde der Schöpfer der Serie, J. Michael Straczynski, zitiert, der sagte, ich möchte keine Kinder und keine niedlichen Roboter. Ich möchte intelligente Science-Fiction für Erwachsene. An der Stelle mal wieder so ein kleiner Exkurs in die Geschichte des Fernsehens für die jüngeren Zuschauer vielleicht. Ja, mein Gott, ich merke, ich werde alt, dass ich so reden muss. Aber früher, da hatte jeder Haushalt eine Tageszeitung und da war auf einer Seite das gesamte Fernsehprogramm des Tages abgedruckt. Das konnte man machen. Damals gab es vielleicht so 15 Sender und wenn man die unwichtigeren nur so ganz klein gemacht hat, dann passte schon das meiste drauf. Und in der Ecke oben war immer dann so ein kleines Feature über die besonderen Neuigkeiten oder Filme, was so jetzt an dem Tag lief. Und in diesem Kästchen, da war eben dieses Statement, keine Kinder, keine niedlichen Roboter. Babylon 5 war auch eine der ersten Serien, die komplett auf CGI setzte, also auf computergenerierte Bilder. Und dadurch wirkte das Ganze so ein bisschen wie ein Computerspiel der damaligen Zeit, also ein besseres Computerspiel der damaligen Zeit. Ich fand das eigentlich, aus heutiger Sicht ist das primitiv, aber ich fand das immer sekundär, weil die Story dahinter finde ich einfach das Wichtige. Und die ist, das nehme ich schon mal vorweg, die finde ich sehr gut gelungen. Es war auch eine der ersten Serien, die auf eine sich kontinuierlich entwickelte Storyline setzten. Das ist heute gang und gäbe und überhaupt nicht wegzudenken, aber zu Zeiten, wo noch nicht jeder einen programmierbaren Videorekorder hatte, da stand man dann auf dem Schlauch, wenn man mal eine Folge verpasst hatte. Da hatte man eine Wissenslücke. Also in Zeiten von Streamingdiensten ist das kein Problem mehr. Bevor ich jetzt anfange, natürlich noch herzliche Grüße an alle meine Patreons und alle, die mich sonst unterstützen. Ja, schaut auch einmal in die Links auf meiner, unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch den Link zu meinem Instagram-Kanal. Dort poste ich die Hintergrundbilder in unregelmäßigen Abständen. Und auf meiner Webseite gibt es auch einen kleinen Shop-Bereich. Dort gibt es einige von denen immer als Kunstdrucke zu kaufen. Und bevor ich jetzt einsteige, Spoiler-Alert natürlich für alle, die die Serie nicht kennen. Vielleicht besser die 5 Staffeln zuerst gucken, aber ich werde nicht zu viel verraten, hoffe ich. Ich fange wieder an beim Antriebssystem bzw. bei der Art des interstellaren Reisens. Noch eine Vorbemerkung hier. Babylon 5 hat für meinen Geschmack erfreulich wenig Technobubble. Es gibt unter den Hauptcharakteren auch keinen Chefingenieur, der die unglaublichsten Technologien immer mit irgendwelchen Pseudo-Erklärungen versucht zu rechtfertigen, dass sie also funktionieren. Ich finde das sehr gut, weil wenn man in die Zukunft denkt, dann muss man unbedingt dieses technologische Paradigma, das wir heute haben, beiseite lassen. Und dann gibt es auch Dinge, die heute vollkommen unvorstellbar sind oder nur in Science Fiction vorstellbar sind. Und da hat Babylon 5 wirklich neue Vorstellungen eingeführt. Zum Beispiel die Vorstellung, dass es Technologie geben kann, die mehr organisch ist, als das, was wir heute unter Technik verstehen. Interstellares Reisen funktioniert über einen Hyperraum bei Babylon 5. Und der unterscheidet sich sehr stark von dem Hyperraum wie beispielsweise von Star Trek. Dort hatte ich ja kritisiert, dass jener Hyperraum einfach als etwas sehr Konventionelles eingeführt wird, als was Raumartiges. Und das hat nichts zu tun mit dem, was man vielleicht bei Burkhard Heim Hyperraum nennen könnte. In Heims Theorie sind zusätzliche Dimensionen vorhanden, die man als Transzendenzbereich der Welt nennen müsste eigentlich, für
Sagen wir für dieses Video, nennen wir sie jetzt einfach auch mal Hyperraum. In diesem konventionellen Typ Hyperraum, da gibt es einfach ein Antriebssystem, das bringt einen da rein und wenn das ausfällt, dann fällt das Schiff auch wieder in den normalen Raum zurück. Bei Babylon 5 ist das nun vollkommen anders. Der Hyperraum muss durch eine Art Portale betreten werden, durch Sprungpunkte, Jump Points. Entweder ein Schiff ist groß genug und kann die selber erzeugen, oder es gibt so riesige Vorrichtungen im Raum, die das also so per Transponder oder sowas erzeugen und dann kann man auch mit kleinen Schiffen dort hineinreisen. Aber es stellt eine echte Transition dar und dann ist man erstmal dort. Und wenn man dann einen Energieausfall hat, dann hat man ein Problem, weil eventuell verliert man dann irgendwelche Peilsender und dann verliert man sich da drin auch und ist verloren. Der Hyperraum ist so eine Art, das ist etwas sehr Mysteriöses. Das ist so auch so eine Art rot-schwarzes Wabern, ist auch ziemlich, ziemlich gruselig eigentlich oder unheimlich. Und es ist nie ganz klar, mit was man es eigentlich zu tun hat. Und wie gesagt, es ist gar nicht ungefährlich und natürlich lauern dann auch noch in irgendwelchen Winkeln die Schatten. Trotzdem, ein Schiff muss sich darin immer noch irgendwie bewegen, aber Entfernungen sind geschrumpft irgendwie. Das unterscheidet sich immer noch sehr stark von Burckhardt Heims Hyperraum. Aber nicht mehr so sehr wie die anderen Sachen. Also in Burckhardt Heims Hyperraum muss man auch eine Transition durchmachen, durch die sich die Materie selbst in einen anderen Zustand versetzt, in ein anderes Ordnungsniveau gehoben wird. Auf diesem Ordnungsniveau erscheint dann unsere Welt, die man dann verlassen hat, nur noch in Anführungszeichen als eine Idee. Und das Reisen bezogen auf die Welt, die man verlassen hat, funktioniert so, dass man sich eine Vorstellung von dem Ort macht, an dem man reisen möchte, buchstäblich. Man muss das mental machen. Und wenn man das Bild klar genug im Kopf hat, sozusagen, dann macht man den Prozess rückgängig und ist dort. Es hat nichts zu tun mit einer Art von Antriebssystem. Es ist ein Dimensionssprung und eine mentale Projektion. Hillebrand von Ludwiger nannte das auch immer ein Projektorantrieb. Also auch Babylon 5 hat keinen realistischen Hyperraum, realistisch nach Burckhardt Heim, aber es ist dem Prinzip schon ein bisschen näher als dieses blanke technokratische Prinzip von Star Trek jetzt beispielsweise. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich immer wieder auf Star Trek referenziere, aber das ist einfach so das, was ich mit dem ich es einfach vergleiche und womit es viele andere vielleicht auch vergleichen können, weil es so der Platzhirsch ist unter der Science Fiction. Nächstes Thema: künstliche Intelligenz und intelligente Computer. Babylon 5 ist eine der wenigen Science-Fiction-Geschichten überhaupt, denen keine transhumanistische Philosophie zugrunde liegt. Ich habe mal diese Mini-Videoserie gemacht über künstliche Intelligenz bzw. künstliches Bewusstsein und warum das nicht funktionieren kann und warum der gesamte Transhumanismus eigentlich einfach nur eine Fiktion ist, die zwar hoch gehypt wird, aber letztendlich steckt nichts dahinter. Also es funktioniert nicht nach Burckhardt Heims Weltbild. Es geht einfach nicht. Aber in Babylon 5 gibt es also, wie gesagt, keine niedlichen Roboter, keine Androiden, keine irgendwie intelligenten Computer nach unseren Vorstellungen. Was es gibt, sind Technologien, die von hochentwickelten, höher entwickelten Völkern verwendet werden oder ab und zu einfach mal so als Artefakt reingestreut werden, die mehr etwas Organisches sind als ein Computer. Also was man eher als Lebewesen betrachten muss, als Technik. Das ist keine KI nach unserem Verständnis, das ist etwas, was mysteriös bleibt. Und auch die entsprechenden Rassen sind immer ein bisschen mysteriös, weil weiter fortgeschritten. Das ganze Babylon 5-Universum ist ein vielgestaltiges Mysterium, in das der Mensch geworfen wird und sich irgendwie zurechtfinden muss. Darin sind auch die geistigen Dimensionen etwas Reales. Die werden nicht wegrationalisiert oder auf Basis eines transhumanistischen Gedankens eingestampft. Die sind real und das kommt auch in sehr vielen Folgen vor. Religion ist sehr wichtig, ist ein wichtiges Thema. Und nicht nur für den Menschen, sondern auch für andere Völker. Es ist nichts Primitives, aus dem man herauswachsen muss. Gerade die Völker, die weit fortgeschritten sind, sind auch noch die religiösesten in diesem Universum. Also ein totales Paradox im Kontrast zur heutigen Denkweise, die uns meistens begegnet. Auch es gibt Reinkarnation, auch der Begriff Seele wird verwendet als etwas
Fassbares, Reales, das existiert. Und es gibt Daseinsformen, die die ganze Zeit verhüllt in irgendwelchen Anzügen herumlaufen müssen, weil sie sonst jeder als Engel gleich erkennen würde oder als göttliche Wesen. Und natürlich deren dämonische Gegenspieler, die Schatten. Was hier aufgeführt wird, ist im Grunde genommen der große Archetypus des Krieges zwischen Licht und Schatten, zwischen Licht und Dunkelheit. Und das ist auf dieser Bühne von Babylon 5 wird das aufgeführt und ich finde, es ist meisterhaft gelungen. Am Ende steht zwar, wie bei fast aller Science Fiction, eine Glorifizierung des Menschen und menschlicher Wertvorstellung, aber immer noch mit einem evolutiven Anspruch, dass also die aktuelle Entwicklung nicht abgeschlossen ist, sondern dass man noch 1 Million Jahre vor sich hat. Es gibt auch diese Folge, die ich sehr schätze, die heißt In 100 Jahren, in 1000 Jahren, da wird einfach so aus wie aus einem historischen Rückblick gezeigt, wie sieht es aus in 100 Jahren, in 1000 Jahren, wie haben sich Menschen entwickelt. Und die Pointe des Ganzen ist dann, dass das von einem Wesen, dass ein Wesen diese Dokumente sichtet, dasselbe eine Version von Mensch ist, die in 1 Million Jahre leben wird. Das ist dann auch einfach nur noch so ein Lichtwesen. Und das ist eigentlich schon ich glaube, der große Kern der Sache. Es wird der Mensch hier in ein Universum geworfen, in das ihm eigentlich überlegen ist, in jeder Hinsicht, und dem er sich zurechtfinden muss. Und das ihm unmissverständlich und ständig vor Augen führt, er hat noch 1 Million Jahre vor sich, bevor er mitreden darf. Bescheidenheit tut sehr gut für die menschliche Rasse, ist auch das, was einer der positiven Effekte, die ein UFO-Disclosure hätte. Wir brauchen dringend mehr intellektuelle Bescheidenheit, was unsere eigenen Wertvorstellungen und Leistungen anbelangt. Es muss in Relation gesetzt werden zu größeren Maßstäben. Und weiterhin gibt es neben den großen Problemen auch die ganz kleinen Probleme, die ziemlich alltäglich sind. Menschen werden mit allen Schwächen dargestellt. Gleich zwei der Hauptcharaktere kämpfen im Laufe der Serie mit Drogenproblemen. Einer ist medikamentenabhängig, der andere hat ein Alkoholproblem. Auch eine der, glaube ich, sehr einzigartigen Szenen für Science Fiction, es gibt eine Szene auf einer Toilette. Und die ist sogar richtig gegendert, weil die Rasse, die sich von Aas ernährt, die hat ihre eigene Toilette, weil das wohl für die anderen Zweibeiner nicht zumutbar wäre. Jetzt kommen wir noch zum Paranormalen. Es gibt bei allen Völkern, die da mitspielen, Telepathen, auch bei den Menschen. Die Telepathen sind etwas Besonderes natürlich, haben besondere Fähigkeiten und gleichzeitig sind es auch sehr banale Menschen. Deren Führer, der immer mal wieder auftaucht, wird von Walter Koenig meisterhaft gespielt, also Walter Koenig bekannt als Commander Chekov aus Star Trek, und er porträtiert den als Oberbösewicht. Die Telepathen sind darauf aus, vor allem ihre telepathischen und ihre mentalen Fähigkeiten zu trainieren, halten sich für etwas Besseres. Eigentlich sind es Nazis, wenn man darüber nachdenkt. Ja? Also die halten sich für die Herrenrasse eigentlich, meinen auch, dass sie die Menschen beherrschen sollten und machen auch so Arranged Marriages immer, um sich also weiter zu züchten, um diese Fähigkeiten weiter auszubauen. Geht hin und wieder auch mal schief. In einer Folge wird einer von denen so in ein übermächtiges Wesen verwandelt, das sich dann von seinen Vorgesetzten überhaupt nichts mehr sagen lässt und geht im Grunde gut aus dann am Ende. Und diese Fähigkeiten bringen natürlich allerlei interessante Handlungsstränge mit sich. Und eine noch wichtige Sache im Vergleich, in Relation mit dem ganzen Burgertheim-Thema ist, der dämonische Antagonist der Serie, die Schatten, die brauchen Telepathen als gewissermaßen als zentrales Betriebselement ihrer Schiffe. Diese Schiffe, die sehen an sich schon irgendwie dämonisch aus, ja, die leben eigentlich. Die erzeugen starke Gefühle bei denjenigen, die sie angucken. Und sie müssen auch von Menschen gesteuert werden oder von anderen Telepathen. Aber der Betonung liegt auf dem Telepath. Die kriegen dann zwar auch irgendwelche Implantate, aber es ist ja offensichtlich nötig, eine Geist-Maschine-Verschmelzung. So können sie dann übrigens auch bekämpft werden, wie sich dann später herausstellt. Aber diese Geist-Maschine-Verschmelzung ist genau das, was wir aus der UFO-Forschung kennen oder vermuten und was durch Burkhard Heims Theorien auch gestützt wird, nämlich dass hier eine Verschmelzung von Technologie und Geist stattfinden muss. Ohne die funktioniert das Ganze nicht. Es ist kein dummes Knöpfe drücken.
wie man sich das heute vorstellt, wenn man in ein Auto steigt. Es ist etwas Neuartiges und es erfordert eine andere Art von mentaler Performance. Ich stelle mir natürlich immer vor, wenn ich solche Serien gucke oder darüber nachdenke, eigentlich müsste ich diese ganzen Charaktere mit Nachteil trainieren. Denn Nachteil ermöglicht, auch wenn man mit den außergewöhnlichsten Situationen konfrontiert ist, die einen intellektuell und emotional überfordern, Nachteil ermöglicht auch in solchen Situationen konstruktiv zu handeln. Erstens, indem man emotional stabiler ist und zweitens, indem man sich antrainiert, keine Möglichkeit auszuschließen für eine Lösung. Und wenn ich dann sehe, ja, in diesen Science-Fiction-Geschichten, da sind immer die ersten Schlussfolgerungen müsste man eigentlich ziehen und warum brauchen die so lange, bis sie dahin kommen? Also dieser Weg lässt sich abkürzen. Nun, das gilt natürlich auch für den ganz normalen Alltag auf der Erde. Es gilt nicht nur irgendwo in Babylon 5-Universen. In dem Zusammenhang noch eine Sache mit den Telepathen. Es gibt da über einen Handlungsstrang, der etwas später in der Serie ist, ich glaube sogar erst in der fünften Staffel, ist so eine Gruppe von abtrünnigen Telepathen gewissermaßen, die das ganze faschistoide System, also daraus aussteigen, natürlich unter größerer Gefahr, und die dann sich auf Babylon 5 ansiedeln und ja, die durch eine höhere ethische Qualität und auch emotionale Hinwendung zueinander auch an bessere Fähigkeiten kommen. Und das ist das, worauf Natal basiert. Es geht bei Natal immer im Hintergrund darum, dass man den eigenen Charakter optimiert und die eigene ethische Qualität erhöht. Darüber, das ist der einzige Weg, wie man an neue Gefühle kommt. Und neue Gefühle sind der Schlüssel zu neuem Wissen und neuen Fähigkeiten. Das ist gleichzeitig ein Ausschließen von missbräuchlichen Anwendungen, was immer das für Fähigkeiten sind. Mein Fazit: Eine höhere Evolutionsstufe bedeutet immer auch das Überwinden von destruktiven Handlungsmustern. Die werden natürlich auch in dieser Serie auf höhere Seinsformen projiziert. Also die Volonen und die Schatten, die bekriegen sich auch immer noch. Aber gut, man muss den Kompromiss machen, dass man irgendwie es erkennbar hält innerhalb der Mythen, die uns vertraut sind und um das Ganze nicht zu fremdartig zu machen, dass sich ein Publikum auch angesprochen fühlt. Insgesamt finde ich Babylon 5, das habe ich jetzt schon mehrfach durchblicken lassen, ist eine sehr gelungene Serie und vor allem, dass die spirituellen und die spiritistischen Aspekte des Daseins darin als etwas Reales porträtiert werden. Das finde ich sehr wertvoll. Und damit ist sie tatsächlich ja irgendwo von den großen Science-Fiction-Epen ist es am nächsten dran, an dem, was ich hier immer erzähle, in sechs Dimensionen in Farbe.